Hallo liebe Freunde, in diesem Video werde ich über Pop-ups sprechen, die zunehmend auf verschiedenen Websites angezeigt werden und um Erlaubnis bitten, Nachrichten von dieser Webressource anzuzeigen oder auf ihren Standort zuzugreifen. Ich werde zeigen, wie Sie solchen Push-up-Benachrichtigungen in den Browsern Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Yandex Browser deaktivieren und wie Sie sie nur für bestimmte Websites blockieren oder aktivieren. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. In jüngster Zeit haben Internetbrowser es Websites ermöglicht, spezielle Push-Up-Benachrichtigungen anzuzeigen. Sie können dieses Pop-Up-Fenster auf einer Vielzahl von Webportalen sehen. In solchen Nachrichten werden Sie normalerweise um Erlaubnis gebeten, eine Warnung mit Zeitnachrichten auf Ihrem Desktop, Zugriff auf Ihren Standort oder einigen weiteren Daten anzuzeigen. Dies geschieht aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit. Wenn Sie jedoch viele solche Benachrichtigungen abonnieren, werden diese im Laufe der Zeit ärgerlich. Glücklicherweise bietet moderne Browser die Möglichkeit, solche Abonnements zu verwalten oder sogar vollständig zu deaktivieren. In Chrome Browser können Sie diese Funktion deaktivieren, indem Sie zum Menü wechseln, eine Schaltfläche in Form von drei Punkten auswählen, Untereinstellungen und dann ganz unten erweitert auswählen. Öffnen Sie im Bereich Datenschutz und Sicherheit die Inhaltseinstellungen. Hier wählen wir den Punkt Benachrichtigungen und bewegen den Schieberegel in die Ausposition gegen Bitte um Erlaubnis vor dem Senden empfohlen. Es wird der Status auf gesperrt geändert. In diesem Status blockiert Google Chrome alle neuen Anfragen zum Anzeigen von Benachrichtigungen. Die Sites, an die Sie Pop-up-Benachrichtigungen bereits zugelassen haben, können diese jedoch weiterhin senden. Im Abschnitt Zulassen sehen Sie alle Sites, für die Sie die Anzeige von Pop-up-Benachrichtigungen genehmigt haben. Durch Klicken auf die Schaltfläche hinzufügen können Sie bei Bedarf weitere hinzufügen. Im Blockierungsabschnitt können Sie Domänen hinzufügen, die unabhängig von der Aufnahme dieser Funktion standardmäßig blockiert werden. Im Mozilla Firefox Browser ist die Pop-up-Blockierungsfunktion ab Version 59 verfügbar. Wir öffnen das Menü, ein Symbol in Form von drei Zeilen oben rechts auf dem Bildschirm und dann Einstellungen. Nachdem wir Punkt Privatsphäre und Schutz ausgewählt haben, hier finden wir den Bereich Berechtigungen und in diesem Bereich neben Benachrichtigungen klicken Sie auf Einstellungen. Hier können Sie auch Benachrichtigungen vor dem Neustart von Firefox deaktivieren und das ermöglicht Sie, vorübergehend zu deaktivieren. Auf der Einstellungsseite wird eine Liste aller vertrauenswürdigen Sites angezeigt, denen Sie das Anzeigen solcher Benachrichtigungen gestartet haben, sowie aller blockierten. Um das Empfangen von Benachrichtigungen von neuen Sites zu verhindern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Neue Anforderungen zum Senden von Benachrichtigungen blockieren und vergessen Sie nicht, auf Änderungen speichern zu klicken.
Andererseits mit dem Status zulassen können weiterhin Benachrichtigungen anzeigen. Klicken Sie zum Sperren auf den Pfeil und wählen Sie Blockieren oder markieren Sie ihn und klicken Sie auf Websites löschen, sofern Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert haben. Oder klicken Sie auf Alle Websites löschen, wenn Sie keine Benachrichtigungen mehr von diesen Websites erhalten möchten. Um Push-Benachrichtigungen im Opera-Browser zu deaktivieren, rufen Sie das Menü auf, indem Sie auf die Schaltfläche Opera-Einstellungen und Verwaltung in der oberen linken Ecke des Fensters klicken. Öffnen Sie anschließend die Einstellungen oder drücken Sie einfach die Tastenkombination auf Alt plus B. Wir finden im Bereich Sicherheit, Vertraulichkeit und Sicherheit. Wir suchen hier den Bereich Seite-Einstellungen, Benachrichtigungen. Wenn Sie den Schieberegler gegen vor dem Senden um Erlaubnis bitten empfohlen in die Position ausbewegen, ändert sich der Status in gesperrt. In diesem Zustand blockiert Opera alle neuen Anforderungen zum Anzeigen von Benachrichtigungen. Die Sites, an die Sie Pop-up-Benachrichtigungen bereits zugelassen haben, können diese jedoch weiterhin senden. Im Abschnitt Zulassen sehen Sie alle Sites, für die Sie die Anzeige von Pop-up-Benachrichtigungen genehmigt haben. Durch Klicken auf die Schaltfläche hinzufügen können Sie bei Bedarf weitere hinzufügen. Im Blockierungsabschnitt können Sie die Domänen hinzufügen, die unabhängig von der Aufnahme dieser Funktion standardmäßig blockiert werden. Und schließlich Yandex Browser öffnen Sie das Menü, indem Sie auf die Schaltfläche Yandex Browser Einstellungen drei Striche in der oberen rechten Ecke des Fensters klicken. Nächste Einstellungen, Sites, Benachrichtigungen. Hier können Sie den Empfang von Benachrichtigungen von Yandex Service und von anderen Seiten konfigurieren. Sie können das Empfangen von Benachrichtigungen von bestimmten Sites blockieren oder zulassen oder eine Seite hinzufügen. Es besteht die Möglichkeit, alle Benachrichtigungen für 3 Stunden zu deaktivieren. Wenn Sie zu erweiterter Webseiteneinstellungen wechseln, können Sie hier Pop-ups aktivieren oder deaktivieren. Und das ist alles. Daumen hoch! Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.